In uralten Zeiten, als das Pantheon noch von Göttern der verschiedenen Völker bewohnt war, stand dort ein Tempel. Der Tempel des unbekannten Gottes, Schöpfer aller Götter. Dieser Tempel wurde in höchsten Ehren gehalten. Mit 5 Buchstaben. Attraktiv. Ich! Zu wenig Buchstaben. Und zu wenig Herren. Horus! Bist du nur neidisch? Herr Jupiter? Sag mal, was würdest du von einer kleinen Sintflut halten? Nur so aus Spaß, ne? Aber muss ein Tee sein. Sintflut, tja. Ja, wir könnten zum Beispiel das Mittelmeer mal wieder überlaufen lassen. So wie in den guten alten Zeiten. Tut mir leid, Jupiter, aber es darf kein Tröpfchen Salzwasser an meine Pyramiden kommen. Außerdem, bitte überleg doch mal, wer opfert uns Wein, wenn wir die Menschen alle ertränken? Nicht zu vergessen, Ochsen. Wer bringt uns Ambrosia da? Und Nektar. Vergesst die Lämmer nicht. Honig. Ich liebe es. Gegrüßet seist du, Jupiter, der du einst herrschtest mit Blitz und Donner. Die Winde, die du heutzutage entfesselst, scheinen mir weniger göttlich zu sein. Und du, Horus, Herrscher der ägyptischen Sonne, lässt dir von deinem Volk andauernd alberne Steinhaufen bauen. Nur zu bald wird es bemerken, dass in deinem tollen Falkenkopf nur ein Spatzenhirn steckt. Und du, Chiyu, einst der Schrecken von ganz China. Du könntest noch als genauso schrecklich gelten, müssten nicht alle über deinen Fettwanz lachen. Doch nun hört meine Botschaft. Er möchte euch sehen. Auf der Stelle. Das war so gemein. Konkyrus, ein richtiges Eben. So was von arrogant. Frechheit. Was bildet die sich ein? Psst. Wir sind da. Prahlst du immer noch mit deinen Steinhaufen, Horus? Nun, die sind gar nicht so leicht zu bauen, wenn man sich. Und du, Jupiter, du wirst von Mal zu Mal fetter. Chiyu, erzähl mir von deinen letzten Schreckenstaten. Also, da waren 3 Esel. Die habe ich mit einem Bissen herunter. Ihr Versager! Seit Äonen denkt ihr nur an euer Vergnügen. Alle Menschen haben erkannt, wie nutzlos ihr seid. Natürlich denken sie sich, wenn diese Schmarotzer nichts für uns tun, dann können wir auch gleich ihren obersten Chef anbeten. Wisst ihr, was das heißt? Monotheismus! Meint ihr, ich hätte Zeit, mich um jede Kleinigkeit zu kümmern? Ich befehle jedem von euch, einen aus seinem Volk, und zwar den Besten, auszuwählen und mit ihm ein neues Volk zu gründen. Dann werdet ihr diese Völker aufeinander hetzen, bis eins die anderen beherrscht. Der Sieger entgeht so seiner Bestrafung. Strafung? Man arbeitet härter, wenn das Dasein noch seine Schattenseiten hat. Irgendwelche Einwände? Nö. Was wäre denn die Bestrafung? Das Universum müsste endlich mal wieder weiß angestrichen werden. Das sieht aber auch aus. Findet ihr nicht? Ach, und Jupiter? Ja, Meister? Du machst eine Diät. Konkyra wird das überwachen. Diese 3 Kisten ins Vorderschiff. Und beeilt euch, da zieht ein Gewitter auf. Du! Perfekt, so bleiben. Sie werden mein Werk noch in Jahrtausenden bewundern. Chiyu, der Drache! Versteckt die Kinder! Ich erwarte dich, Chiyu! Ich weiß nicht, was passiert ist. Gestern noch war ich Kapitän eines Handelsschiffes, befuhr die See. Und das war alles, was ich jemals tun wollte. Ich war frei. Ich sah entfernte Länder, die andere nur vom Hörensagen kennen. Ich war glücklich. Dank Jupiter bin ich jetzt ein Herrscher, gebunden durch die Pflicht, ein fremdes Land zu regieren. Dass es fremd ist, ist egal. Ich bin die Fremde gewohnt. Aber ich soll hier herrschen, Krieg führen und siegen. Für Jupiter höhere Ehre. Für mich nur ein Test. Und am Ende Freiheit oder Untergang. Wie bei jeder Seereise. Ich weiß nicht, ob ich ein fähiger Feldherr bin.
Aber wenn Hannibal, dieser Albtraum Roms, der größte aller Strategen einer Familie von Händlern entspringen konnte, warum dann nicht auch ich? Und momentan ist mein Reich ja sowieso noch nicht viel größer als so manches Schiff, das ich kommandiert habe. Hallo, ihr Popöchen! Damit recht herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe schon wieder viel zu viel Aufnahmen hinter mir. Ja, Siedler 3. Ich habe mir einfach mal gedacht, spielst du mal eine Runde Siedler 3. Du hast übelst Bock auf Siedler. Und wenn du es eh mal spielst, kannst du es aufnehmen. So, da sind wir nun. Ah, hier gibt es wieder keine Spieleinstellung, ne? So, naja. Das jetzt leiser machen könnte. Ey, Moment. Ey, Moment. Ja, viel besser. Da sind wir wieder. Unsere Untertanen tun fleißig bauen. Die Expansion müssen wir schnell vorantreiben. Das ist die erste Mission. Ja, warum spiele ich überhaupt Siedler? Ist ja auch schon uralt, ne? Aber ich finde Siedler 3 ist halt mit das geilste Siedler. Neben Siedler 4 zum Beispiel. Siedler 4 ist auch geil. Aber mir persönlich gefällt Siedler 3 am besten. Alter, guck dir mal die Grafik an, das ist da einfach geil. Alter, was wir das gesuchtet haben früher, ey. Oh. Junge. Wir müssen gleich so viel Land wie möglich einnehmen bei der ersten Mission. Da wir so dem Gegner die Luft nehmen können. Weil da nämlich dann kein Platz mehr hat zum Expandieren. Und wenn er keinen Platz mehr hat zum Expandieren, geht er in die Knie. Das Sackgesicht. Das bedeutet aber auch, wir müssen ständig unsere Türme wegreißen, neu bauen, wegreißen, neu bauen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich mache erstmal ein mittleres Wohnhaus hin. Und jetzt Stück für Stück alles auf. So, warum das jetzt gleich? Ach ja. Wir haben drei. Hier unten ist noch einer. Schicken wir gleich mal so zum. Gut, der nimmt dann gleich die Arbeit auf. Ja, Siedler 3, ne? Kindheit, absolut. Mein Großer, weiß nicht, das habe ich glaube ich mal erzählt. Mein Großer hat früher Siedler
kurz was machen. Siedler mit Paint gespielt, ne? Da hat er dann auf Aim-Paint hier die Gebäude so gebaut. Und auf dem anderen Paint hat er halt eine Map erstellt und hat dann mit den Paint-Sachen halt Siedler gespielt. War schon ganz witzig. Sechse brauchen wir dafür. Hier haben wir klar erstmal ein bisschen Dings. Müssen die oben rum, dem hier das Land abschneiden, auch hier. Ja. Hier haben wir schon einen Turm, das ist schon mal gut. Das hier unten können wir erstmal wegreißen. Weil da kann er nichts mehr machen, der Junge. Wenn du den seine Türme, also wenn du den Platz weggemacht hast, dann hat er gar keine Chance mehr. Hier oben müssen wir rum, dann sofort hier. Sofort hier oben das Zeug nehmen. Der hat ja direkt eine Goldmine, weißt du? Wir sind halt Arschloch wie Sau, nicht? Ja, auch höchste Priorität, ne? Weil wir brauchen ja erstmal ein paar Leute, die auch die Ressourcen dorthin schleppen. Ist ja hier noch keine Türme, das ist schon mal gut. Ja, drei Türme. Die müssen wir unbedingt rumkommen. Wenn er ja, wenn er jetzt noch ein bisschen Land holt, das ist kein Problem. Aber die Expansion muss von Stadt hingehen. Erstmal müssen wir hier auf oben rum. Und dann können wir den restlichen Kram hier erobern und dann hat es die Sache auch erledigt. Ist natürlich ein langwieriges Spiel, ne? Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann hauen wir dem Typen noch fett aufs Net und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ciao mit V. Tüdelühü.